Liebe Christine, lieber Wolfram, vielen Dank, dass ihr euch auf dem Weg von Leipzig-Wurzen auf den Weg gemacht habt, heute hier ins Künstlerhaus Göttingen, um eure Arbeiten hier zu präsentieren, beziehungsweise einen ganz minimal kleinen Ausschnitt aus eurem großen Oeuvre, der in den vielen Jahren, wo ihr aktiv seid, als Künstlerin und Künstler entstanden ist. Wir freuen uns, dass ihr da seid. Christine und Wolfram, ihr seid beide in der DDR groß geworden. Ihr habt beide an der HGB, der Hochschule für Grafik und Kunst, Buchkunst, studiert, Malerei. Ihr seid über 40 Jahre verheiratet, habt einen erwachsenen Sohn, wohnt mittlerweile in Wurzen in einem sehr alten Haus aus dem 18. Jahrhundert, was ihr eigens hergerichtet habt. Du, Christine, du hast dein Atelier in dem Haus, wo du deine Holzschnitte machst, deine Farbholzschnitte vorrangig oder deine Aquarelle. Du, Wolfram, du hast deinen Schaffensplatz immer noch in der Stadt, im 10. Stockwerk eines Hochhauses, quasi über deinem Lieblingsmotiv der Stadt Leipzig. Die hast du schon sehr oft porträtiert, der Leipziger Bahnhof, die Passagen, die Messehallen, die kleinen Treppen- und Winkelhäuserfassaden, aber auch das Völkerschlachtdenkmal sind über die Landesgrenzen weit hinaus bekannt und in hochrangigen Institutionen und Sammlungen vertreten. Und du hast diesen Bahnhof, glaube ich, fast jetzt schon öfter gemalt, als Cézanne damals den Montan Saint-Victoire. Was fasziniert dich immer wieder an diesem Bau, an diesem Ort? Was ist das? Also ich glaube, es gibt mehr Bergbilder von Cézanne als meine Bahnhöfe, ganz so ist es nicht. Vielleicht liegt es daran, dass man auf einem Dorf groß geworden ist, im Bauernhof, und auf einmal in die Stadt eintauchte. War plötzlich Leipzig für mich eine Großstadt, was eigentlich gar nicht so sehr ist. Und das hat einen fasziniert, dass dann plötzlich auch, wenn es draußen regnet oder schneit, dass man trockenen Fußes durch die Stadt gehen kann, durch die Passagen. Und der Bahnhof, wer ihn kennt, weiß nicht, es hieß ja immer lange Zeit, es ist der größte Sackbahnhof Europas. Und wenn es New York nicht den größeren gäbe, dann wäre es sogar der größte der Welt. Also das ist ein faszinierender Bahnhof, ein großes Stahlgerüst, wie ein großer Wald aus Stahl und Glas. Mit dem größten Weihnachtsbaum, den es gibt. Ja, ungefähr, ja. Innen drin. Steigt man aus dem Zug und... Oh. Das ist eine Halle, das ist ja schon toll. Ja. Und dann steht man natürlich da und das schaffst du nicht, das lässt du mal liegen, das machst du jetzt nicht. Es hat längere Zeit gedauert, ich habe ja andere Themen vorher gehabt, bis man dann auf diese Idee kam, auf die Spur kam, wo man an seiner Form auch weiterarbeitete. Und nach dem Diplom, nach der Hochschule, hat man noch weitergearbeitet an seiner Form. Und dann kam die Entdeckung des Henry Moore, diesen großen Plastiker, der da auch seine Zeichnungen machte, die mich fasziniert haben. Und die waren doch mehr oder weniger schwarz-weiß, es war Violett und Gelb dabei, aber die waren doch sehr grafisch angelegt. Und auf diese Art habe ich versucht, mich dem Bahnhof anzunähern, also mehr zeichnerisch, und habe aber mit dem Pinsel gearbeitet, zeichnerisch mit dem Pinsel diese Form, bin der Form nachgegangen und habe die Perspektiven gesucht und habe diesen Zug von diesen einzelnen Röhren da versucht zu erreichen. Ja, da, wenn ein Bahnhof gelungen ist, und dann war ich ganz enttäuscht, dass der verkauft wurde, war er weg, mein Lieblingsbahnhof, da musste ich ja nochmal malen. Du hast es gerade schon angesprochen, schwarz-weiß, vorrangig sieht man in deinen Werken, bist du sehr monochrom veranlagt, und das hat manchmal ja auch was Düsteres bei diesem Bild, ne, wenn man jetzt nicht genau weiß, um was es sich hier eigentlich handelt, dann, wir kommen später auf dieses Bild nochmal zu sprechen, dann könnte man auch denken, es hat irgendwie so ein bisschen was Mystisches oder Beängstigendes. Und du hast einen, das muss ich jetzt kurz ablesen, man nennt dich nämlich auch den Chronist der mythischen Dimensionen urbaner Räume. So ist du. Das hört sich, das genau. Das. Was willst du? Also wie siehst du dich da wirklich drin, in diesem Mystischen, oder ist das eher, was ist der Hintergrund, dass du eigentlich so reduziert bist in deiner Farbe? Wenn ich Bilder male, ich mache mir Tagebücher,
Also ich habe ein Erlebnis und versuche das ins Bild zu bringen, mir zu arbeiten, in eine Form zu bringen. Und mache das erstmal für mich als Erinnerung. Und ja, wenn die Mystik dann dazukommt, ich weiß nicht, das sind die Orte vielleicht, die auch so eine Ausstrahlung haben, die Passagen. Es sind einfach Stadträume, Stadtlandschaften. Also es war in Leipzig neu, also es gab es auch in Dresdner Hochschule auch, aber dass dann die Landschaftsmalerei wieder etwas anerkannt wurde, es müssen nicht unbedingt die großen Themen sein, die großen apokalyptischen Themen oder die großen, also biblische Geschichte oder Ikarus, was weiß ich. Es konnten auch einfache Landschaften sein, die Symbolwert hatten. Also das war bei Mattheuer, mein Lehrer, hat das ja vorgemacht. Und für mich Landschaften, ich wollte Stadtlandschaften machen, aber ohne blauen Himmel, ohne Himmel überhaupt, sondern ich bin eingetaucht in die Höhlen. Also das war interessant für mich, dass man da in diese Höhlen reingeht, wo es auch nie reinregnet oder reinschneit. Und das sind trotzdem Landschaften. Und das sind dann die urbanen Geschichten. Das ist auch der Ort, den ich am meisten liebe. Ich wohne dort und den musste ich malen. Das sind meine Landschaftsbilder eigentlich. Du hast es gerade schon angesprochen, Wolfgang Mattheuer, ein großartiger Maler des 20. Jahrhunderts. Du hast bei ihm studiert an der HGB. Er war jemand, der sehr kritisch mit dem System umgegangen ist und das auch immer wieder in seinen Bildern zur Sprache brachte. Was hat er dir als Professor damals mit auf den Weg gegeben und wie war das für dich? Und was hat er dir, ja genau, was hast du eigentlich so ja, mit auf den Weg bekommen von ihm? Ach, eigentlich vieles. Der große Meister war früher Heisig, Bernhard Heisig, den ich gerne wollte. Aber Heisig hörte mal auf als Protest, weil irgendwo seine Kombinaten, die gingen immer zugrunde, das wollte man nicht, die sollten ja Sieger sein. Aber das sich nicht reinreden lassen und dann ging von der Schule und da kam dann Mattheuer in die Klasse. Und das war für mich ein großes Glück. Weil ich muss auch erwähnen, es gibt noch einen großen Bruder von mir, Hartwig Ebersbach, der eigentlich sehr bekannt ist mit seinen Kasper-Bildern. Bin ich so verstehen? Ich rede zu schnell. Ne? Und da hat ganz andere Themen. Da war ein Heisig-Schüler und dass ich mich sehr von meinem Bruder auch absondern konnte, meinen eigenen Weg finden konnte, das habe ich Mattheuer zu verdanken. Und ich glaube auch den Unterricht an der Hochschule, den ich da so mal durchziehen durfte, eine gewisse Zeit, da habe ich auch viel von meinem Lehrer übernommen, wie er das so gemacht hat, dass er auch Bücher mitbrachte und anhand von Büchern zeigte, da sagte, wie Sie malen müssen, wollen oder sollen, das kann ich Ihnen nicht zeigen. Aber ich kann Ihnen zeigen, wie andere malen, wir reden über Kunst. Es war sehr gut, dass man da jeder seinen Weg findet. In der Beziehung konnte ich mir auch was abnehmen. Und Mattheuer hat es vorgemacht, er sagte, wenn man nur an seinen Atelierbildern arbeitet, dann geht etwas verloren, da wird man dann irgendwo etwas routiniert. Man muss raus in die Landschaft gehen, also sich überraschen lassen und dann auch mal ein kleines Bild malen vor der Landschaft. Und dann gewöhnt man sich auch einmal Farben zu beobachten und dann bestimmte Lichter zu beobachten, die man sich gar nicht so im Kopf ausdenken kann. Und das habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Und dann kommt das dann mit der Malerei. Es gibt auch viele kleine Bilder von mir, die wir auch zusammen draußen in der Landschaft malen, also vor Ort, um sich zu trainieren auch und zu beobachten. Und dann entstehen dann die großen Bilder. Aber dieser Wandel dann, also dass er Mattheuer ja nun total bekannt ist für seine farbenprächtigen Landschaftsarbeiten und du jetzt für deine urbanen Landschaften monochrom, ist das dann auch so eine Art, dass man sich dann vom Professor emanzipiert oder? Was war irgendwie, war das damals für dich wichtig, irgendwie einen ganz anderen Weg einzuschlagen, Manuel? Ach ja, ich habe vor langer Zeit gehalten als der feine Farbausmischer, also der Maler, der irgendwie Zwischentöne malt und schöne Gelbs und die zarten Farben malte. Hat mit Mattheuer eigentlich jetzt nichts zu tun, dass man jetzt diesen Weg gefunden hat. Vielleicht, es lag an dieser Entdeckung von Henry Moore, von diesem Grafiker. Das hat mich so fasziniert, dass man mit so wenig, das ist ein Begriff Henry Moore bestimmt, gab es in Leipzig mal in DDR-Zeiten eine Ausstellung, das war etwas Besonderes, da ist manchmal solche Leute gezeigt worden. Und da gab es Zeichnungen von den Skelter Tunneln, die da so groß waren wie eine Zigarettenschachtel oder noch kleiner sogar, ganz akribische kleine Zeichnungen. Und die waren suggestiv, die haben fasziniert und mit diesen wenigen Mitteln. Und das war mein Versuch, da auf meine Art auch mit sparsamem Einsatz von Farben dann doch zum Punkt zu kommen. Und es gibt auch farbige Bilder.
Meine ersten Bilder waren fest weiß. Also waren ja in den 70er Jahren nach der Hochschule gibt es ja eine Reihe weißer Bilder. Also eine Hausfassade auch, mit Balkons, die da irgendwie Raster sind. Ich habe 85 Balkons drauf. Und jeder ist anders belebt. Da ist irgendwie, manche haben Tomaten gezogen, andere haben den Schirm aufgespannt. Gehen Lichtleitungen vorne vorbei, also etwas erzählerischer. Und da gibt es auch andere Bilder, so große Felder, die so ganz leer sind. Da sind Leute drauf, die lesen Kartoffeln nach. Eine Sonne geht auf, also gibt es auch sowas, so eine rosa Streifen durch, die weiße Zeit. Und dann ging das erstmal mit den 80ern los, mit den schwarzen Bildern. Und was jetzt neu ist, ich komme wieder zurück zu den weißen Bildern. Also die sind ja nicht ganz weiß, aber die werden wieder heller. Also das sind wieder, da ist kein Schwarz drin. Und dass man wieder zum Licht kommt, also Lichtspiele und so weiter, die da eine Rolle spielen. Genau, die sind ja auch entgegen eigentlich dem Urbanen, was dein Lieblingsmotiv ist, sind die jetzt auch eher im ländlichen Bereich angesiedelt, ne? Das ist Stadt, irgendwie Bahnhof, diese Glaswände, wenn man dann auf der Bahnsteig steht und gibt es Glaswände, und damit man mit der Nase nicht durch... Warteräume sind das. Und damit man mit der Nase nicht durch das Glas hindurchläuft, dann hat man weiße Striche dran gemacht. Die sind oben schmaler, unten breiter. Und wenn dann diese zwei Wände mit den Streifen gegenüberstehen, da gibt es perspektivische Verwirrung, was da passiert. Oben Verdichtung und unten wird es dann vereinzelt. Das hat mich interessiert. Also das ist Bahnhofsgeschichte auch, ein deiner Ausschnitt. Das ist mir so eine... Weinlaube, könnte man sagen, das ist eine große Strecke, wo dann sehr viel Sonne schien. Das war in der Schweiz, Martigny. Man hat es um ein Dach gebaut aus lauter Lattenrosten, damit das Licht etwas gebrochen wird, etwas spielt, nicht so prall auf die Fläche scheint. Und wenn man dazu guckt, da gibt es ein Schattenspiel, das spielt über die Bänke weg und über den Tisch weg. Das ist sozusagen ein Freisitz, ja. Unter einer Pergola und durch die Sonne wirft diese Pergola Schatten auf die Tische, auf die Bänke, die davor stehen, auf den Fußboden. Also Raum spielt noch eine Rolle bei mir, eine wichtige Rolle, aber hinzugekommen ist, dass das Lichtspiel mehr eine Rolle spielt. Vorher war es nur der Ausgang bei den Passagen, Oberlicht und davon ein Punkt, wo es rausging. Hier ist es ja das Lichtspiel dazwischen, schon fast wieder ein bisschen nicht sehr wild, sondern fast wieder impressionistisch und fast wieder. Wenn man an Marquet denkt, oder ich liebe sehr den Morandi, den Giorgio Morandi, den Italiener, der so mit seinem Kraus also seine Stillleben baut aus Gefäßen und Flaschen. Und das ist auch ein Erlebnis in der Schweiz gewesen, da hat es geregnet, das saß man in einer Scheune, haben Schutz gesucht und dann schien das Licht dann durch diese Scheunentor durch und strahlte über diesen Raum, also eine Blockhütte. Ja, die kennt man ja also in der Schweiz oder auch irgendwie in Tirol, so hat man diese ganz düsteren kleinen Minischeuen, die überall auf den Wiesen oder Weiden stehen, auf diesen Almen und dann, wenn man dann auf einmal wirklich da reingeht und dann fühlt man förmlich auch dieses Knistern des Lichts, wenn es durch jede Ritze in dem Holz eindringt. Das ist ja, eine sehr schöne Arbeit. Es ist auch Raum, also eigentlich gibt es auch eine räumliche Perspektive wieder drin, aber es ist was Neues, was hinzugekommen bei mir, dass man jetzt sich etwas doch löst von den reinen Architekturkonstruktionen, die ich sehr begeistert betrieben habe. Die armen Studenten, die haben sie mal darunter gelitten, weil ich auch Perspektive da an der Schule trainiert habe. Ja, dass man etwas Neues findet. Und für mich sind diese Arbeiten hier eigentlich eine kleine Uraufführung, die habe ich noch nie gezeigt. Ähnlich ist schon mal in Leipzig, aber diese Bilder sind eigentlich neu. Ja, die ist eigentlich noch nicht gezeigt worden. Du hast gerade schon angesprochen, die Hochschule. Du bist dann selber später Hochschullehrer geworden an der HGB. Mhm. Und unter anderem hast du Maltechniken unterrichtet und Materialkunde. Ja. Und du bist auch sehr experimentell, ne, was deine Materialien oder wie du Materialien verbindest zumindest. Das ist ja Öl mit Acryl kombinieren. Das war ein Versuch, ja. Okay, wie gehst du denn vor? Also, es gibt mehrere Schichten, die aufgetragen werden und dann kratzt du das dann, ne, so raus. So muss man sich das vorstellen. Ich würde warnen, wer malt, ich habe die Idee von unserem Professor Heißig, der lange ein Bild malte und wenn da zu viel Farbe drauf rumschwamm, hat er einfach mal Latex genommen, die Haut drauf gelegt, das trocknete schneller, damit er wieder weitermalen konnte, dass der Pinsel nicht in die alten Farben sackt.
Ich meine, das hält, das ist ja da, das ist wie ein Kreidegrund, der, oder ein Grund, der umgedreht liegt. Farben dahinter, die sind nass und die kleben dann an und dann die Haut drauf mit neuen Farben dazu. Das habe ich mal probiert bei den Bildern hinten und das ging irgendwie doch etwas gründlich schief. Ich musste das restaurieren und kleben, dass das auch hält. Hält auch. Das sollte man nicht machen. Das habe ich gemacht mit die Farben, also eine Ölfarbe drunter, eine Acrylfarbe drauf, die ich selber ausgemischt habe und mit einem Spachtel ausgegraben habe, dass man leichter wieder zum Weiß kommt. Aber diese anderen Sachen, die sind so wirklich nass und nass, eine weiße Farbe drunter, die flüssig ist und dann eine neue Farbe drüber, eine eingetönte und dann mit einem Spachtel, verschiedenen Spachteln, diese Linien ausgegraben. Also vielleicht auch angeregt durch meine Frau, die ja Holzschnitt macht, die das Holz schneidet und dann die Späne rausschneidet und es bleibt weiß. Und ich will das nicht wiederholen, sie kann das besser als ich, also ich mache das mal am Bild und das geht auch. Deswegen. Aber das ist das und das. Aber diese Lust am Experimentieren, das hatte ich gehabt. Es lag auch ein bisschen daran, es gab bei mir keinen Maltechnikunterricht zu meiner Zeit, als ich studierte. Matthäus meinte immer, nehmen Sie Autoschluss, Max, da wird geforscht am Auto, die liefern das Beste und ich mache meine Bilder, ich bearbeite meine Bilder hinterher mit Autoschluss, Firnis, Hinterschutz, Max. Das gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Hat auch schon experimentiert, aber ich habe mich dann gekümmert, habe auch eine Zeit lang restauriert. Ich hatte meinen Kollegen mal mit rangeholt zum Restaurieren von altmeisterlichen Bildern, festigen und dann immer auch Farben anmischt. Und ich dachte, das wäre für den Unterricht gut, wenn ich den Schülern auch beibringe, dass sie nicht nur bei Bösner Farben kaufen oder vielleicht bloß Plakatfarben, sondern man kann Pigmente kaufen und dann mischt man sich ein Bindemittel an. Wunderbar, klassische alte Bindemittel, also Ei und Dammafirnis mit Wasser. Oder man kann auch mit Quark und Kalk ein Casein herstellen. Man kann auch mit Bienenwachs, Kaustik, das ist mir nicht ganz so gelungen, aber man kann auch mit Bienenwachs und Ei, also eine Bienenwachstempera herstellen. Also Bienenwachs etwas verflüssigt, mit Terpentin erhitzt. Und dann kann man das zum Ei rühren und dann noch Wasser zuführen. Dann kann man dann auch mit Wasser malen. Also diese Experimente habe ich gereizt und auch, habe das auch mit den Studenten durchprobiert. Und auch ehe ich an diese Sache an den Studenten abgab, ich musste es erstmal selber probieren. Und deswegen auch diese Spielerei auch mit den Pigmenten. Und mit Pigmenten arbeite ich heute immer noch gern. Das ist das Farbpulver, was so, das hat was, das ist auch Erde, das ist wunderbar. Man kann auch einfach Lehm nehmen und dann ein Bindemittel dazufügen, was eben auch, wo man weiß, dass es schon in Urzeiten gab, Casein. Papier, Casein bei Papier, auf Leinwand geht das nicht, das bricht dann, weil das zu hart wird. Hier nehme ich ganz gerne auch Pigmente, teilweise auch Pigmente und Acrylbindemittel, die kann man auch anrühren. Jetzt diese Brauns zum Beispiel, das sind so Umbraerde, Umbra noch gemischt mit etwas Ocker und da auch etwas Acrylfarbe zugemischt, aber Pigmente liebe ich, weil die so, ja, das ist so die Körnigkeit und dann reagieren die manchmal auch anders, dass es manchmal was Risse gibt, die auch trotzdem das verhornt, das bleibt trotzdem das hält. Das ist so weit experimentiert. Es gibt auch Bilder, das habe ich früher mal gemacht, einfach mit Lehm und Ei gemalt, Eitempera und Lehm. Ja, und dann noch Teer dazu. Und das kann man auch machen, das hat mir auch Spaß gemacht. Ja. Christina, ganz so experimentell bist du, glaube ich, nicht. Ne? Du hast nämlich sehr früh die Entscheidung, also zwei Entscheidungen getroffen in deiner künstlerischen Karriere. Zum einen, dass du dich ganz klar, oder nicht ganz klar, du machst auch noch auch Malerei noch dazwischen, aber für den Holzschnitt, also für den Farbholzschnitt entschieden hast und für dein Motiv, also für dein Sujet, nämlich Landschaften. Was war der Grund, dass du dich ganz früh eigentlich schon für diese beiden Dinge entschieden hast? Entscheidung für einen Holzschnitt, der fiel an der Hochschule. Da wurden wir ja in jede Druckwerkstatt geführt und mussten in jeder oder konnten in jeder uns ausprobieren. Und für mich stand dann ziemlich schnell fest, dass es der Holzschnitt ist. Erstens wegen des Materials, weil ich da die größte Beziehung zum Holz hatte und zweitens vielleicht auch deshalb, weil das für mich eine sehr
konkrete Technik ist. Also da gibt es nur die Entscheidung, stehen lassen oder wegschneiden. Und bei Radierung oder Lithografie, da kann man immer noch ein bisschen drumherum zeichnen. Und diese beiden anderen Techniken sind auch von Chemie oder anderen Einwirkungen abhängig. Und beim Holzschnitt ist es so, dass man das, was man schneidet, das ist dann eben weg. Oder was stehen bleibt, ist da, was anderes gibt es da nicht. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Und da ich auch gemalt habe, fiel die Entscheidung für einen Farbholzschnitt. Und ich kann sagen, beides beeinflusst sich gegenseitig. Also in der Malerei ist es mir auch wichtig, mit Farbflächen zu arbeiten, die gegeneinander zu stellen oder zu überlagern. Und ich glaube, das eine entwickelt sich durch das andere weiter. Aber mit der Landschaft, also ich glaube zu der Zeit, ist man da nicht ein bisschen angeeckt, gerade an der Hochschule, weil eigentlich gesagt wurde, wer macht denn bitte heute noch Landschaftsarbeiten oder Landschaftsmalerei? War eigentlich nicht so. Also die Hochschule war relativ tolerant. Ich war in der Fachklasse für Illustration und freie Grafik bei Professor Rolf Kurt und Professor Dietrich Burger. Und die sind eigentlich auf das eingegangen, was man angeboten hat und haben einen da beraten und haben nicht versucht, einen in eine andere Richtung zu drängen. In der Klasse für Malerei sah das ein bisschen anders aus. Da war die figürliche Malerei gefragt und da musste es auch thematisch zugehen. Also insofern war das für mich ein Glück, dass ich nicht in der Malereiklasse war. Und Landschaft, ja, ich habe auf das, was mich umgibt, reagiert. Das war mir eigentlich das Natürlichste, was ich machen konnte. Okay, was dich umgibt, aber du weißt, es war ja in der Stadt, es war ja in Leipzig. Das ist ja nicht unbedingt, also du musstest dann ja schon raus. Also das ist ja schon irgendwie so ein, bei dir wahrscheinlich schon so ein Wille gewesen, eigentlich immer aus der Stadt raus, ins Grüne oder in die Landschaft. Ja, obwohl ich nicht ausschließlich Naturlandschaften male, sondern auch Stadtlandschaften oder das, was durch Menschen in der Landschaft verändert wird. Und das interessiert mich bis heute. Meer, Gebirge sind also die beiden Extreme, die mich interessieren. Und ich finde, das sind auch die beiden Naturformen, die eigentlich die menschliche Zivilisation begrenzen. Also am Meer ist irgendwo Schluss und am Gebirge ist auch Schluss. Es ist natürlich so, dass die Menschen sowohl am Meer als auch im Gebirge versuchen, diese Grenzen zu überwinden, zu erweitern. Und das ist auch das Faszinierende im Gebirge, wenn man sieht, wie die Leute mit den harten Bedingungen und den natürlichen Bedingungen umgehen und die zum Wohnen urbar machen. Am Meer ist es genauso. Also Brückenkonstruktionen, Hafenanlagen, das ist auch alles, was mich interessiert. Und wie gehst du da bei der Motivsuche vor? Ist das so, dass du also durch Zufall auf diese Orte oder Landschaften triffst oder gehst du gezielt? Also du weißt, ich möchte irgendwie gern jetzt auf die Lofoten oder ich möchte jetzt irgendwie nach Island und möchte da irgendwie diese Momente einfangen oder wie gehst du da vor? Oder ist es irgendwie, wir sind zufällig dort gewesen und bang, dann habe ich das gesehen und musste das irgendwie übertragen? Na, ganz so zufällig ist es nicht. Also man sucht ja immer das, was man finden will, sozusagen. Und deshalb gingen auch die meisten Reisen von uns Richtung Norden. Also Gebirge und Meer findet man natürlich auch im Süden, aber das hatte also vielfältige Gründe. Als Wolfram an der Hochschule angestellt war, kam eigentlich nur die Sommerzeit zum Reisen in Frage und da war uns der Süden irgendwie ein bisschen zu warm und der Norden angenehmer. Und außerdem sind wir auch mit Zelt und Auto immer unterwegs gewesen. Und dafür bietet ja Skandinavien ideale Bedingungen. Das Jedermannsrecht erlaubt, dass man überall zelten kann. Also man muss nicht unbedingt auf den Zeltplatz gehen. Und
Das war natürlich eine fantastische Situation, wenn man im Hochgebirge an einem See übernachten kann mit Blick auf die wunderschönsten Berggipfel oder Seen und da alle Veränderungen durch die Witterung, durch die Tageszeiten miterleben konnte. Aber oft ist es auch so, dass in deinen Werken, also dass es schon eher auch Landschaften sind, die wirklich sehr reduziert sind. Also reduziert auch in dem Sinne, dass wir da keine Wälder oder so sehen, sondern dass es dann wirklich eher manchmal irgendwie eine Schneezunge irgendwie sich rüberragt oder dass es halt ein einsamer Strand ist. Also dieses ist schon, dass du auch nach dieser Einsamkeit irgendwie suchst? Nicht unbedingt. Wir arbeiten auch in der Natur. Direkt vor der Natur ist es natürlich immer angenehmer, wenn man nicht an einer belebten Straße sitzt und malt, sondern irgendwo ein bisschen abseits, wo man seine Ruhe hat. Also das war jetzt nicht der Grund für die Motivsuche, aber auch in der Landschaft gibt es ja die vielfältigsten Eindrücke und Bildmalen oder Aquarellieren bedeutet ja immer zu reduzieren. Also man muss sich entscheiden, was lässt man weg und was ist einem wichtig. Und ja, dann kommt es zu einer Reduzierung und teilweise eben auch zu einer Abstrahierung, weil man natürlich das, was einem wichtig ist, das können auch formale Sachen sein, also gerade so ein weißer Strich, oder Verkehrszeichen oder ein roter Rettungsring, der irgendwo hängt an irgendeinem Geländer. Also man macht dann das Bild so, dass das, was man meint, was für einen wichtig ist, dass das dann auch so zu sehen ist. Und wenn du dann im Atelier bist und das auf die Holzplatten dann überträgst, wird da auch noch mal was verändert, dass du sagst, okay, jetzt muss ich noch mal mehr reduzieren oder ist das eigentlich schon vorher, also dass du das eigentlich vorher schon komplett weißt, was auf diese Holzplatte kommt? Also zuerst habe ich das Motiv und dann überlege ich mir, wie ich möglichst mit wenig Aufwand zu dem Ergebnis komme, was ich haben möchte. Ich schneide für jede Farbe eine Holzplatte und überlege mir vorher, wenn ich da an dieser oder jener Stelle zwei Farben übereinander drucke, entsteht eine dritte. Wenn ich drei Farben übereinander drucke, entsteht noch eine Dunkelheit. Also dann habe ich noch mehr Farbvarianten. Das Schneiden der Holzplatten ist natürlich eine handwerkliche Arbeit. Und darum versuche ich, mit so wenig Farben wie möglich auszukommen. Also so wenig Platten wie möglich zu schneiden. Und das bedingt natürlich auch schon eine farbliche Reduzierung. Holz selber auch vielleicht eine Reduzierung der Form, weil ja nicht jede Kleinigkeit in Holz geschnitten werden kann, oder ich will es zumindest nicht. Würdest du denn sagen, dass auch gerade in den letzten Jahren, dass die Grafikkunst und auch die Darstellung der Landschaft wieder so ein bisschen dass es wieder mehr Interessenten gibt oder dass es irgendwie auch en vogue ist oder wie man das sagen soll, das würdest du schon sagen? Kann ich jetzt so nicht sagen. Insgesamt vielleicht schon. In der DDR war Grafik immer gefragt und wurde auch immer gemacht. Es lag vielleicht auch an den Hochschulen, weil das da exzellente Druckwerkstätten gab und das auch gelehrt wurde, also die Drucktechniken. Und es gab auch mehr Leute, die sich Grafik leisten konnten als Malerei. Also war das eigentlich immer, es gab auch Wettbewerbe, es gab immer Möglichkeiten, Grafiken auszustellen und es gab auch den Bedarf. Landschaft auch schon immer, muss ich jetzt mal so sagen. Wie das jetzt seit den 90ern ist, vielleicht ist jetzt auch wieder in diesem Teil Deutschlands Grafik wieder ein bisschen mehr angesagt.
Kann schon sein. Aber ich denke, da gab es auch immer Zentren für Grafiken, so Bietigheim, da gab es, glaube ich, immer, wurde auch immer. Aber vielleicht ist es ja ein grundsätzliches Interesse, also dass viel mehr junge Menschen sich heute eigentlich für Kunst interessieren und dass es natürlich ein Kunstwerk ist, was, sage ich mal, auch für den kleinen Geldbeutel zu erwerben ist. Also ich glaube, dass es irgendwie schon, glaube ich, für jeden attraktiv auch ist, ne? Wenn man sich damit beschäftigt und man kann ein Original haben von einem seiner Lieblingskünstler, ohne dass man irgendwie eine teure Leinwand kaufen musste oder, ja. Zu euch beiden nochmal. Ihr seid immer viel unterwegs. Ihr habt auch viele Arbeitsstipendien schon zusammen erlebt und wart auf den Lofoten, in Norwegen, in der Schweiz, wo ja auch diese Arbeit inspiriert wurde. Wie ist das denn, wenn man euch da begegnet? Also ist das so, ihr geht dann morgens aus dem Haus und dann wird gesagt, du nach links, ich nach rechts und heute Abend treffen wir uns dann hier an der Ecke und dann tauschen wir uns aus? Oder wie macht ihr das? Arbeitet ihr da zusammen, weil ihr ja auch relativ unterschiedlich arbeitet? Wie ist das so, wenn ihr dann in die Natur rausgeht und da Dinge entdeckt oder in den Städten? Also wir gehen immer zusammen los, haben das Arbeitsmaterial bei uns. Also bei mir ist Aquarellblock, bei dir sind es kleine Leinwände und Pigmente. Taschentuchgröße, ne? So 30x30. Pigmente und Bindemittel. Und wenn dann einer sagt, also hier könnte ich mir was vorstellen, dass wir hier mal uns hinsetzen, dann ist es meistens so, dass der andere sagt, na, ich guck mal rum, ich finde hier bestimmt auch was, und meistens ist es so. Und manchmal sehen wir uns dann nicht mehr, wenn wir arbeiten. Manchmal sitzen wir auch ziemlich dicht zusammen und jeder guckt in eine andere Richtung. Manchmal gucken wir auch in die gleiche Richtung. Und dann fängt jeder an, ohne dass wir uns absprechen. Und wenn wir dann fertig sind, dann ist es eine große Überraschung für jeden, was der andere gemacht hat. Teilweise was ganz anderes, also natürlich, wenn er in eine andere Richtung geguckt hat. Manchmal ist es auch eine Überraschung, dass wir uns dasselbe Sujet ausgesucht haben. Aber natürlich sieht es dann ein bisschen anders aus bei jedem. Das ist eigentlich das Reizvolle auch dran, wenn wir zusammen unterwegs sind und auch zusammen arbeiten, dass wir dann immer neugierig sind, was der andere mit derselben Landschaft, mit demselben Erlebnis anfangen kann. Wir selber haben ja schon mal eine Ausstellung zusammengestellt in Krümma, dass wir da derselbe Tag, derselbe Ort, dass wir, was da entstanden ist, war übereinander gehangen. Sie hat ihr Aquarell oben hingehangen, ich habe meins drunter oder umgedreht, ich weiß nicht, dass wir das mal so, die ganze Reihe von diesen Sachen mal diesen Tag bei übereinander gehangen haben. Und dann konnte man vergleichen, der Besucher, ob es einen Unterschied gab oder nicht. Und das war auch für uns interessant, und das mal nachzuerleben. Also so weit geht es auch, dass wir das mal so versuchen wollten, in der Öffentlichkeit mal durchzuspielen, was wir so nur privat gemacht haben. Auch zurückzukommen nochmal in Norden, die Berge. DDR-Zeit, da gab es die Ostsee. Das war das Größte, was man so erreichen konnte. Alpen hatten wir nicht, es gab Mittelgebirge. Aber die Ostsee hoch, da war die Luft sauber und dann war das so die Freiheit. Da guckt man über das Wasser und da gab es die Schwedenfähre, das weiße Schiff nach Schweden. Also das war so ein Traum, Traumgegend. Und dann Hiddensee noch mehr, da war noch eine Insel, dass man da noch ein bisschen weiter weg vom Festland, das war wie selber auf einem Schiff sitzen und da konnte man arbeiten. Also das war das Höchste. Und von Hiddensee aus konnte man bei schönem Wetter weit gucken, konnte man Dänemark sehen. So ein Strich, das weiße Kreidegebiet von Dänemark. Und da ist die Liebe eigentlich schon nach Norden entstanden. Und das war dann die Neugierde nach der Wende, als wir reisen durften. Da sind wir gleich nach Dänemark gefahren, an diese Kreideküste, die wir gesehen haben von Hiddensee aus. Und dann ging es weiter durch nach Schweden, nach Norwegen, mal Munk angucken, Originale. Deswegen ist uns der Norden so lieb geworden. Vielleicht lag es auch an diesem vorhergehenden Bezug zur Ostsee. Ja, also sicher auch mentalitätsbedingt. Man konnte da früher sagen, man ist entweder Ostseetyp oder Mittelgebirgstyp. Und wir zählten also mehr zu den Ostseetypen. Und das hat sich natürlich dann erweitert nach den Möglichkeiten, die es dann gab. Ja, okay, wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann danke ich euch beiden. Und wenn jemand Fragen zu den Arbeiten hat, die beiden sind da, sie können an sie herantreten und dann erzählen sie, glaube ich, noch gerne was dazu.
Also wir danken dem Kunstverein für die Einladung, hier auszustellen und natürlich dir, Michaela, ganz besonders. Danke. Organisation. Wir danken euch, dass ihr hier im Künstlerhaus zu Gast seid.